Country Times Veranstaltungsreihe von Countryline EU ging Ende Mai in die zweite Runde und hatte diesmal das bayerische Quartett Rebel Bunch auf die Bühne in Joe's Country Club im Josef geladen. Wir haben jetzt einfach spontan umentschieden, wir machen halt ein bisschen akustisch, also nicht still deswegen, also wir geben schon Gas, aber wir spielen mit Cajon und mit den akustischen Gitarren, einfach von der Örtlichkeit her, was für eine spontane Entscheidung jetzt. Das ist jetzt so eine kleine, gemütliche Bühne und da haben wir einfach so die Erfahrung gemacht, dass das dann ganz gut kommt, auch von den Stimmen her, wenn wir dann miteinander so singen und ja. War jetzt einfach so aus dem Bauch raus, haben wir gesagt, okay, da bauen wir um, halt machen wir es mal akustisch. Dana und Mike sowie ihre Bandkollegen Schoß und Flo heizten bei ihrem ersten Österreich-Auftritt dem begeisterten Publikum so sehr ein, dass es nicht nur die Line-Dancer partout nicht mehr auf ihren Stühlen hielt. Das zweieinhalbstündige Programm der Gewinner des Deutschen Countrypreises beinhaltete Coversongs genauso wie Eigenkompositionen von ihren zwei Studioalben. Das nächste Album ist schon in Arbeit. Also es ist eigentlich so, dass es schon fertig sei. Echt? Ja. Davon weiß ich. Ja, wir sind ein bisschen im Verzug, aber wir schauen, dass wir es bis 2017 im Frühjahr dann präsentieren können. Haben wir es vor. Hoffen, dass wir es schaffen, wenn nicht dann im Frühjahr kurz nach Berlin. Aber Berlin ist angepeilt, zumindest, ich sag's mal ganz vorsichtig, also um mich jetzt nicht festzulegen. Man darf ja nicht hetzen. Nein. Soll ja was Gescheites rauskommen. Also. Mit Rebel Bunch hat die aktuelle Country Times-Reihe ihre Halbzeit erreicht. Zwei weitere großartige Acts stehen mit Johnny Falstaff und Jeffrey Bacchus vor der Sommerpause noch auf dem Programm.